Servus, liebe Freunde der gepflegten Western-Unterhaltung, ich bin Raibo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's nochmal um die Reihe Was kann Panzer XY noch in 2023? Wir hatten uns da schon angeguckt, den IS-4M, wir hatten uns angeguckt, den IS-3 und ich hatte euch auch gefragt, was für ein Fahrzeug wir uns für dieses Format noch raussuchen sollen. Ich muss hier noch mal ein bisschen konkreter werden, weil es haben viele geschrieben, völlig andere Fahrzeuge, als ich es eigentlich gemeint hatte. Ich rede hier von Fahrzeugen, die, oder habe hier von Fahrzeugen gesprochen, die schon wirklich lange im Spiel sind und die aufgrund dann aber der ganzen neuen Meta mit deutlich mehr Panzer, deutlich andere Munition, sprich HeatFS bzw. auch APDS und in Teilen auch noch APFSDS, ja, da ist der M113 zum Beispiel ja auch mit konfrontiert, ja, halt so auf den Schlachtfeldern von War Thunder eigentlich kaum noch zu sehen sind, ja. Ich glaube, der M103, um den es heute geht, ist da so ein bisschen eine klitzekleine Ausnahme, weil auf Battle Rating 7.7 muss ich gestehen, sehe ich ihn eigentlich noch relativ häufig. Und er ist auch, ja, für sein Gewicht mit seinen knapp 57 Tonnen, mit knapp 790 PS, die er hier jetzt dann auch hat. Und bei unten, bei mir ist er noch nicht ganz aufgebaut. Das heißt, wir sind bei etwas, dann bei etwas über 800 PS, wenn er dann komplett ausgebaut ist, ist der Panzer noch eigentlich noch relativ flott unterwegs, obwohl er auch so groß ist mit seinem riesen Turm hier. Und da ist er vielleicht noch so eine kleine Ausnahme. Aber auch der M103 ist schon richtig lange im Spiel. Seit Update 1.45 Steel Generals kam im Dezember 2014 raus, dieses Update. Und damit ist auch der M103 schon fast 10 Jahre im Spiel. Ja, und auch so ein brachiales Ding, vor dem man mal wirklich Angst hatte, ja, aber halt eben auch mit der weiteren Einführung, ne, APDS, HeatFS und halt eben auch APFSDS, ja, braucht man eigentlich vor dem Ding hier keine Angst mehr zu haben. Er war aber auch mal wirklich hier top of the tree, hätte ich beinahe gesagt, ja, war halt eben auch mal ganz, ganz oben mit dabei. Und ja, ist jetzt nur noch, wenn man das jetzt mal direkt vergleicht, jetzt nur noch im Mittelfeld. Ja, aber das hat natürlich die Entwicklung so mit sich gebracht. Aber auch der M103, eines der Fahrzeuge, das halt wirklich schon sehr, 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 sehr lange im Spiel ist. Und aber in der aktuellen Meta, ja, tatsächlich nicht mehr ganz so zu Hause. Und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle unter der Meta leidet. Aber der M103 kann sich tatsächlich wehren, er hat eine relativ gute Panzerung, ja, der Turm ist an der einen oder anderen Stelle doch relativ bouncy, na, also es geht tatsächlich, wenn man, also auch wenn wir uns hier mal so die Backen hier anschauen, geht tatsächlich nicht immer alles durch, man kann da durchaus Glück haben, da ist dann schon eher die Unterwanne ein Problem. Teilweise geht auch was durch die Oberwanne durch, je nachdem, wie halt eben dann auch der Winkel ist. Aber ich habe es ja eben gerade auch schon gesagt, er struggelt halt auch sehr viel mit APFSDS. Denn ihr wisst ja, ne, in seiner Range, er kann ja bis 8-7 hochgematcht werden. Wenn ihr dann zum Beispiel in einem 8-3er-Match seid, ja, dann trefft ihr schon auf einen Haufen APFSDS-Schleudern. Und die haben natürlich so eigentlich gar keine Probleme mit dem M103. Fertig zu werden. Er kann sich aber nichtsdestotrotz wehren. Ich habe es eben gerade schon mal kurz gesagt. Wir haben drei Munitionssorten, die man verwenden kann. Wir haben einmal die HE, die hat aber nur 39 mm Pen. Kann man also ignorieren. Dann haben wir ein APBC-Geschoss ohne Filler. Ja, mit 298 mm Durchschlag und eine Heat FS mit knappen 1150 Metern pro Sekunde und 380 mm Durchschlag. Problem ist jetzt halt eben bei der Heat FS, deswegen schlage ich euch auch vor, nehmt euch ein bisschen Heat FS mit und lasst
ansonsten die Heat FS stecken und spielt ihn lieber mit der M358 Shot, weil ich habe in den Runden gemerkt, die ich mit ihm gespielt habe, es hat mich tierisch aufgeregt, wenn ich dann zum Beispiel so einen BMP1 oder so, wenn der halt meine Heat FS weggefressen hat und der nicht gleich One-Shot rausgegangen ist. Das ist bei der M358 Shot eine ganz andere Kiste, die hat zwar keinen Filler, aber trotzdem ist sie auch mit weniger Durchschlag, finde ich, die stärkere Munition. Das müsst ihr natürlich selber für euch rausfinden, aber ich sage mit der Heat FS, ist eher schwierig, lieber mit der APBC spielen. Denn das Problem auch hier ist, das Ding hat im Moment, ich habe hier eine 112er Crew drauf, ist keine Experten-Crew und auch keine Ass-Crew, aber mein Ladeschütze ist voll ausgebaut. Ja, also wir legen hier mit knapp 20 Sekunden Reload los und im Moment sind wir eben bei 17,3. Das könnt ihr halt eben noch runterdrücken. Was habe ich gesehen? Entschuldigung, ich habe es zu früh weggeklickt. Auf 14,9 Sekunden. 14,9 Sekunden ist dann halt auch wieder okay. Sage ich, na, das sind dann hier noch gute 2,5 Sekunden, die wir dann noch rauskriegen. Aber an sich müsst ihr, solange ihr noch nicht da seid, tatsächlich halt eben auch, wie zum Beispiel beim IS-4M oder auch beim IS-3 halt eben gucken, dass ihr die Nachladezeit des M103 immer im Hinterkopf behaltet. Ich habe euch zwei Runden mitgebracht. Eine, in der wir tatsächlich in einem 8-3er-Matchup sind, also fast Low-Tier, und tatsächlich eine, wo wir High-Tier sind, Runde, die zeige ich euch jetzt und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was zum M103, was er halt so kann und was er nicht kann. Erste Runde ist Alaska, die fast Low-Tier-Runde für uns, also die 8-3er-Runde. Und ich habe mich hier dazu entschlossen, weil der M103 auch relativ hoch ist und man hier dann über die Steine rüberschießen kann, hier lang zu fahren. Da haben wir schon einen Vickers, den wir schön einmal in den Turm reinholzen können. Und ihr seht hier auch meine Munitionsverteilung. Ich habe 20 Mal die M358 Shot dabei und 5 Mal die Heat FS. Gut, man kann sie jetzt überstreiten, ob man 20 Schuss von der M358 Shot unbedingt braucht. Ich habe es jetzt da erstmal mitgenommen, weil auch das ist eine meiner ersten Runden gewesen mit dem M103. Und jetzt schauen wir mal hier, was hier jetzt so geht hinter dem Gebäude. Ihr seht es hier, habe ich gerade was markiert. So, hier ist einer von den BMPs. Der hat noch seine Rakete auf uns abschießen können. Hatten wir Glück, dass er uns nicht richtig getroffen hat. Und ihr seht hier auch schon, ne, also wenn ihr da auch einen eurer Ladeschützen verliert, dann dauert der Reload extrem lange. So, wir müssen uns jetzt erstmal selber reparieren. Also Kette ist ja ab, unser Turmdrehkranz ist noch beschädigt. Hier fährt noch ein Leo. Glück gehabt. Es war ein bisschen lucky, muss man dazu sagen, weil er hier in seinem T-54E1 tatsächlich den Schuss hier gegen eine der Laternen gebolzt hat und damit uns ein bisschen die Sicht versperrt hat. Aber wir hatten hier Glück. So, jetzt helfen wir ihm ein bisschen mal beim Reparieren. Gibt auch immer ein paar Extrapunkte. Wir sind schon bei 3 Abschüssen. Da kommt der nächste Vickers, der, also wie ich finde, wirklich extrem viel Glück hat. Dass der da nicht auseinandergeplatzt ist, war dann auch schon alles. Also an der Stelle, mehr Glück kann man, glaube ich, nicht haben. Ah, ich meine, ihr presst dem hier eine 120 mm direkt mal durch den Turm. Und es passiert eigentlich, ja, eigentlich nichts, außer dass halt eben sein Geschützverschluss kaputt geht. Wow. Aber gut, wir schauen mal, vielleicht können wir ihn hier an der Stelle abfangen. Machen wir uns mal hier kurz die Bleche da weg. Und dann sehen wir mal weiter. Mal gucken, ob er hier noch irgendwie ums Eck kommt. In C steht einer drin. Ja, auch hier nicht rechtzeitig gesehen. Der BMP
hatte da schon seine Rakete losgeschickt und klar, rückwärtsfahren ist halt jetzt mit dem M103 jetzt halt nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Jetzt haben wir hier natürlich ein Problem, weil wir hier jetzt nur noch zwei Besatzungsmitglieder haben. Das heißt, wir haben den absoluten Reload des Todes. Und damit, ja, muss man tatsächlich dann noch mehr darüber nachdenken, was für eine Reload-Zeit man jetzt gerade hat, beziehungsweise wie man halt agieren muss. So, jetzt steht der Vickers hier nochmal, zack. Gebe ich zu, der Schuss war nicht der beste. Leider ein Ticken zu tief, aber sein Motor ist raus, er zielt jetzt in unsere Richtung, kann aber nichts machen, weil er so hinter dem Stein steht, dass wir an der Stelle hier safe sind. Jetzt müssen wir halt den Reload abwarten, der wirklich extrem lang geworden ist. Aber gut, wenn euer Richtschütze selber halt nachladen muss, dann dauert es halt gefühlt eine halbe Ewigkeit. So. Ich habe jetzt hier an der Stelle einen klitzekleinen Fehler gemacht. Man kann jetzt tatsächlich überlegen, auch wenn sich der Vickers jetzt gerade gesprengt hat und wir damit Abschuss Nummer 4 bekommen haben, hätte man auch überlegen können, ihn schon früher zu pushen. Habe ich mich aber gegen entschieden, weil ich nicht wollte, dass er mich dann doch noch irgendwie rausnimmt, weil er gerade so schön da stand, dass sein Geschütz, sein Kanonenrohr uns nicht hätte treffen können. So, jetzt mal kurz auf B zu. Da sehen wir aber den Heavy, der da unten auf der Minimap bei Echo 5 markiert ist. Ihr wisst, welche Stelle das ist. Das ist hier gleich direkt ums Eck. Da seht ihr es auch, ist ein Tiger 2. Wir halten an, geben uns Zeit zum Zielen und können ihn hier an dieser Stelle rausnehmen. Bin jetzt hier wieder zurückgefahren. Warum? Na, einfach, weil ich nicht wollte, dass hier noch jemand ums Eck kommt und ich dann hier quasi wie auf dem Präsentierteller stehe. Und der Reload ist halt extrem lang. Jetzt, wo meine Ladeschützen halt eben kaputt sind, in B steht was drin. Also da steht zwar von uns was, aber da ist, glaube ich, noch ein Gegner. Ja, genau, da hinten kommt einer. Ah, hier ist so eine APFSDS-Schleuder. Schade. Da hat der Tank den Rest der Granate gefressen. Und der T-55 AM1 hat hier ein bisschen Glück gehabt an der Stelle. Dass halt eben der Rest wirklich einfach im Tank hängen geblieben ist. Ich wollte jetzt nicht nochmal rauspieken. Weil ich mir dachte, komm, lass gut sein. Da kann sich eventuell auch er hier drum kümmern, aber das weiß ich nicht. Aber trotzdem, ihr könnt ja auch nicht selber immer irgendwie euch um alles kümmern. In dem konkreten Fall habe ich jetzt halt einfach davon abgelassen. Außerdem hat er genebelt. Heißt, wir kriegen hier sowieso nichts mehr ab. Beziehungsweise müssten ihn jetzt auch erst suchen. Das dauert einfach zu lange. Und deswegen hier an der Stelle einmal geschaut. So, ich höre hier rechts ein Motorengeräusch. Fahre hier raus und da mache ich jetzt einen Fehler. Der Leopard hat mich hier schön getroffen. Ja, hat natürlich auch gleich mein Kanonenrohr getroffen. Und damit ist die ganze Chose jetzt hier auch durch. Weil er es nämlich jetzt genau schafft, mich rauszunehmen. Klar, war ein dumm von mir, war ein Fehler. Habe ich nicht gut gemacht. Und er hat mir natürlich hier an der Stelle dann durch die Unterwanne geschossen. Trotzdem, wir haben ja noch einen Gutschein und können hier dann nochmal in die Runde rein. So, ich bin jetzt mal hier in Richtung C gefahren, weil ich an der Stelle hier irgendwo einen Raketenpanzer vermutet habe. Und zwar da vorne der Sturm S. Den hatte ich beim Respawnen, das habe ich jetzt übersprungen, habe ich beim Respawnen gesehen, dass der Sturm S ein Teammate von uns weggeschossen hat. Und ich hatte die Rakete von hier hinten irgendwo fliegen sehen, deswegen bin ich extra nicht hier hochgefahren, beziehungsweise hier hochgefahren, sondern
Hab halt hier diesen kleinen Bogen gemacht. Und jetzt schaue ich mal, ob wir den Sturm S kriegen. Hier unten der Kollege hier mit seinem AMX 1390, der steht halt auch einfach da. Ich habe auch auf der Karte gepinkt. So, und hier seht ihr den Sturm S, aber er weiß auch genau, wo wir sind. Ich meine, klar, er hört uns. Ja, überhaupt keine Frage. Mit einem halbwegs vernünftigen Headset beziehungsweise mit halbwegs vernünftigen Kopfhörern kann man da schon noch sehen, wo die Panzer halt eben fahren. Sehen ist auch geil, hören natürlich. So, und AMX 1390 kommt zurück, beschießt ihn, hat den Sturm erst rausgenommen. Wunderbar, genauso soll es sein. Wir nehmen in der Zwischenzeit B ein, beziehungsweise unser Team. Und ich fahre mal gleich zu C. Ich eier hier ein bisschen in der Gegend rum, weil ich war mir nicht ganz sicher. Steht da jetzt vielleicht noch jemand zwischen B und C? Ist da schon jemand so weit aus dem Spawn rausgefahren? Der AMX 1390, der hat zwar auf den Sturm S mitgeachtet, aber er ist doch sehr nach vorne ausgerichtet. Und deswegen habe ich hier, bin ich hier an der einen oder anderen Stelle ein bisschen vorsichtiger unterwegs gewesen. So, jetzt haben wir B gecappt, jetzt cappen wir C noch. Gibt natürlich wieder extra Punkte. 1823 Punkte haben wir schon. Das Ass haben wir auch schon voll gemacht. Eine Abschusshilfe haben wir. Klar, wir sind einmal selber noch mit bei drauf gegangen. Ihr habt es ja eben gerade gesehen. Aber an sich glaube ich, die Runde bisher gar nicht mal so schlecht. Dafür, dass wir auch fast Low Tier sind. Und es kommt natürlich immer darauf an, welches Fahrzeug man natürlich fährt. Ja, ich bin je nach Fahrzeug, kommt es halt eben darauf an, wie aggressiv ich spiele. Ich bin ja aber meistens einer, der sagt, haltet eure Kanone so lange wie möglich im Spiel. Denn wenn ihr wieder spawnen müsst, dann habt ihr eure aktuelle Position verloren. Ja. Müsst vom Spawn wieder neu anfahren. Insofern sage ich immer, je weniger Panzer ihr in einer Runde verliert, unabhängig davon, dass es unwahrscheinlich viel Silver Lions spart, ist es immer besser, an der Stelle hier seine Kanone so lange wie möglich im Spiel zu halten und damit dann halt auch das Team optimal unterstützen zu können. So, ich habe jetzt hier in die Richtung geschaut, weil ich habe MG-Feuer und zwar MG-Feuer von einem deutschen Maschinengewehr hier gehört und ich glaube, wir müssten das jetzt auch gleich noch sehen. Da seht ihr es. Und hatte gehofft, dass hier einer, der ist jetzt auch hier gerade markiert. Was ist das? Müsste, glaube ich, ein Leopard sein. Sehen wir den? Können wir den von hier aus sehen? Ja, genau, ist ein Leopard 1. Muss man halt eben, habe ich halt eben gehofft, er fährt vielleicht auf B zu. Aber jetzt ist er raus. Jetzt kommt hier ein T10M ums Eck. Ja, schade, auch hier der Schuss ein bisschen zu tief. Hätte ich ein Müh höher zielen müssen. So, und da, er hier ist der Beste. Der AMX 1390, der uns vorhin so richtig schön den Hintern gerettet hat, kriegt jetzt auf der Minimap nicht mit, dass da ein T10M steht. Er sieht ihn nicht, er hört ihn nicht, er fährt halt einfach weiter. Und es ist schon wieder, das tut schon wieder weh, wenn ich sowas sehe. Das ist dann halt wirklich traurig. Wenn man halt nicht auf den, wenn man halt nicht auf die Minimap schaut. So, hier jetzt genauso. Der Schuss war schon besser, zwar auch noch ein bisschen zu tief, aber besser, sodass der wenigstens in den Kampfraum reinging. Aber das ist jetzt eben so der Nachteil von der APBC, die halt eben keinen Sprengstoffinhalt hat, ja. Wahrscheinlich wäre Sprengstoffinhalt drin gewesen, wäre ein Filler drin gewesen, dann wäre der T10M wahrscheinlich auseinandergeplatzt. Er zielt jetzt natürlich auch in unsere Richtung, klar, weil er weiß, wo wir stehen. Der 1390 denkt sich halt jetzt auch, ja, ich bleib halt einfach am Spawncampen dran, macht ja Sinn. Anstatt hier mir bei C zu helfen. Und ich meine, ich habe auch im Chat auch reingeschrieben, er möge mir doch bitte helfen. Genau, hier steht's. Ja, AMX Help. Aber er hat es wohl nicht so richtig mitbekommen.
Wir haben zwar noch keinen großen Stress. Ja, wir haben noch genug Punkte. Wir können es noch schaffen. Jetzt hat es der AMX 1390 gerafft. Beziehungsweise schon vorher ein bisschen gerafft. Er kommt jetzt hier. So, die U87, die fliegt hier auch noch fröhlich in der Gegend rum. Die habe ich vorhin schon mit meinem 50er Kaliber angeschossen. So, der T10M fährt hier hinten rum. Jetzt ist heraus. AMX 1390 hat mir sehr gut geholfen. Jetzt dann doch noch auf den letzten Drücker. Wir haben die zweite Abschusshilfe für den T10M bekommen. Und jetzt wird es halt richtig knapp, ne? Jetzt wird es richtig knapp. Das wird richtig eng. Das wird richtig eng. Oh, schau mal noch. Ja, glücklicherweise, Teammate hat's mitbekommen. Die Captain C, die U87 ist in der Zwischenzeit abgestürzt. Das heißt, wir haben Abschuss Nummer 6 kassiert. Und schaut euch das an, wie knapp das ist. Schaut euch das an, wie knapp das ist. Mit 499 Tickets haben wir das Ganze hier noch gecapped bekommen. Und oh Gott, das ist alles so knapp. Und die Runde ist an dieser Stelle hier vorbei. Und wir haben tatsächlich noch mit 499 Tickets Unterschied die Runde gedreht, wirklich auf den allerletzten Drücker. 2513 Punkte, Platz 3 für uns in dieser Runde hier. Ich denke, ihr habt hier schon ganz gut gesehen, was der M103 so kann oder halt eben auch nicht kann. Ich habe euch, wie gesagt, noch eine zweite Runde mitgebracht, in der wir mal High Tier gewesen sind. Aber hier in der Runde, glaube ich, hat man schon ganz gut gesehen, was er so kann, beziehungsweise was er imstande ist zu leisten. Und dann springen wir jetzt nochmal in die zweite Runde rein. Stalingrad, Eroberung Version 3, also nur mit einem Cap-Punkt. Und ich mache hier gleich wirklich einen signifikanten Fehler. Wie gesagt, das ist für uns ein High-Tier-Gefecht. Und da passiert es mir auch immer mal wieder, dass ich einfach da nicht nachdenke und mir denke, heuer, ich gehöre ja mit zu den stärksten Panzern, wird mir schon nichts passieren. Ja, und dann passiert mir genau sowas. Also so, das ist ein Beispiel, wie man es nicht macht. Ja, so um die Ecke rumzufahren, macht man an der Stelle nicht. Wenn dann halt eben irgendwie im Sidescrape mit dem Heck nach hinten raus, also dass ihr rückwärts halt eben fahrt, schön im Sidescrape, ja, damit da eventuell die Granate vielleicht irgendwie in den Ketten hängen bleibt, ja, die Gegnergranate, oder halt eben irgendwie an der Wanne halt eben irgendwie hängen bleibt, aber nicht so, wie ich das eben gerade hier gemacht habe. Da war ich dann schon wieder völlig fertig, da habe ich mir dann schon wieder gedacht, okay, alles klar, jetzt bist du mal high hier und dann fängst du so sinnlos verkackt an. Aber die Runde ist ja noch nicht vorbei. So, da Tiger 2. Stückchen hoch. Eigentlich gar nicht so schlecht getroffen. Aber leider auch hier der Schadensbereich hat nicht bis zum Motor gereicht, dass er da jetzt noch stehen geblieben ist, sondern es hat ihm nur den Turm gezogen und nicht seinen Motor, sodass er da hätte stehen bleiben müssen. Schade, deswegen hat er jetzt noch die Möglichkeit gehabt, da in die Senke reinzufahren. So, jetzt fahren wir mal hier lang. Jetzt wird es dann auch langsam mal Zeit, dann auch A zu cappen. Na? Mal gucken, was haben wir hier? Sehen wir hier noch jemanden? Ja, da stehen noch diverse, aber da können wir gerade nicht hinschießen, zumindest nicht verlässlich. So, da steht er noch. Ich glaube, der zielt hier dazwischen, aber kann nicht richtig sehen, was hier lang fährt, beziehungsweise was hier nicht lang fährt. So, ich glaube, hier fuhr gerade was. Ja, nee, das ist ein ein Sturmtiger und der Schuss war frech. Ja, also direkt hier mal blind in des Sturmtigers Kanonenrohr, beziehungsweise Mörserrohr, muss man ja sagen. Und mal eben
die Rakete, das Raketengeschoss zum Detonieren gebracht. Der Schuss war echt frech. Aber ich glaube, er hatte mich gesehen und ist deshalb zurückgefahren. Weil er halt eben auch einfach nicht schießen konnte. So, hier steht Kollege ZTZ59A, der uns zum Glück nicht gesehen hat. Sonst wären wir aus der Runde hier raus gewesen. Beziehungsweise er hat uns zu spät gesehen. Und ich habe ihn auch weder gesehen noch gehört. Also, ein bisschen Glück kann und darf man auch haben. So, er sieht natürlich, dass ich hier stehe. Ich sehe, dass er da steht. Warum er jetzt allerdings da so hinfährt, obwohl er weiß, dass ich hier stehe, das erschließt sich mir nicht ganz. Deswegen konnte ich ihm hier halt einen Schuss in den Turm drücken. Geschützverschluss raus, Drehkranz ist glaube ich auch kaputt gewesen, da dachte ich mir, komm, gleich hinter ihm her. Bevor er halt eben die Möglichkeit hat zu reparieren, er hat jetzt halt hier sein Fass mit dem Rauch abgeschmissen. Also hier einmal durch. Hallo, schönen guten Tag. Servus. Tag. Ich habe nicht geschossen, er hat sich gesprengt. Na, das hatten wir in einer anderen Runde auch schon, glaube ich. Weil er sich dachte, nee, dem gönne ich das nicht. Schade eigentlich. So. Abschuss Nummer 2. Jetzt steht da, ich glaube, ein AMX. Ja, AMX 13 steht da. Er hat uns zwar gesehen, aber ich glaube, er konnte noch nicht wieder schießen, weil er gebrannt hat. So, da hinten steht noch einer. Und wir sind schon wieder, wir gehören schon wieder zu denen, die ganz vorne stehen. Ich weiß nicht, was ich da immer mache. Es passiert irgendwie ständig, ohne dass ich hier irgendwie großartig darüber nachdenke. So, da stand ein Tiger 2. Der hatte mich, glaube ich, kurz gesehen und darauf gewartet, dass ich weiter vorfahre. Aber Teammate hat aufgepasst. Und somit ist er rausgebombt. So, noch ein Tiger 2. Tiger 2P dieses Mal. Komm, bleib so schön stehen. Zack, einmal durch die Turmfront. Hinten ins Munilager rein. Abschuss Nummer 4. 1115 Punkte. Es hat ihm den Turm geliftet. So, kurz den Reload abwarten. Dann wieder rausfahren, beziehungsweise weiterfahren. Nächster Tiger 2. Nehmen wir auch gerne mit. Das Ass voll gemacht. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwie was mit abkriegen. Ich glaube, der Gegner ist auch schon ziemlich weit runter gekämpft. Ja, wobei 4, 6 sind noch drin im Match. Also es ist ein klitzekleines bisschen Futter noch dran. So. Da fuhr jetzt noch ein... Was war denn das? Ein Chariot hier, glaube ich, ne? Finisher. Schuss nicht ganz so ideal gesetzt. So, hier drüben steht auch noch irgendwas. Währenddessen ist einer einmal komplett um die ganze Map gefahren und spawncampt uns jetzt. Tiger 2, ein Schuss in die Seite. Leider nicht wirklich den Bereich getroffen, der noch hätte groß Schaden anrichten können, aber hier Abschusshilfe Nummer 3. So, und hier an der Stelle, ja,
werde ich jetzt mal das Replay anhalten, denn die Runde ist vorbei. Da passiert nichts mehr, wir bekommen auch nichts mehr ab. Am Ende sind es 1622 Punkte. Na, das Ace hier auch noch voll gemacht. Ihr habt den fulminant schlechten Move von mir am Anfang der Runde gesehen. Deswegen sind wir einmal rausgegangen. Und wir haben drei Abschusshilfen noch bekommen. So, also abschließendes Fazit zum M103. Er ist, finde ich, tatsächlich in meinen Augen dafür, dass er doch so brachial groß ist, ist er doch ziemlich mobil unterwegs, finde ich. Wie gesagt, auch hier das, na, ich sag mal, Problem oder anders gesagt die Herausforderung, dass man auch den Reload immer im Hinterkopf behalten sollte. Aber ansonsten rettet er sich doch schon durch die relativ gute Mobilität und Agilität, finde ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele ihn tatsächlich relativ gerne. Ich halte ihn für 7-7 auch weder für zu stark noch für zu schwach. Es wird natürlich, aber das ist ja bei jedem Fahrzeug so, so je höher ihr kommt, umso mehr Probleme bekommt ihr natürlich. Ja, gerade jetzt bei diesen Fahrzeugen, die auf dieser Schwelle sind zwischen, ja, wir sind hier irgendwie Ende Zweiter Weltkrieg beziehungsweise Anfang Kalter Krieg und Panzer mitten aus dem Kalten Krieg. Ja, also wo es dann schon mehr in die Moderne geht, Thema APFSDS, wie ich es im Intro schon gesagt hatte. Ja, das wird dann schon zum ein oder anderen Problem. Er hier kann sich sehr gut wehren. Ich weiß, es gibt einige unter euch, die spielen die Heat FS sehr, sehr gerne. Ich halte die Heat FS bei einigen Panzern für zu inkonsistent, unter anderem hier beim M103. Als ich ihn damit gespielt habe, hat es nicht wirklich funktioniert. Deswegen bin ich auf die APBC umgestiegen und muss sagen, funktioniert für mich deutlich besser als die Heat FS. Abschließend kann ich sagen, man kann ihn auf jeden Fall gut spielen. Also ich würde ihn in jedem Fall zum Beispiel einem IS-4M vorziehen. Ja, das kann natürlich auch jeder anders beurteilen, aber in diesem konkreten Fall würde ich tatsächlich sagen, wenn ich halt jetzt die Wahl hätte zwischen dem IS-4M und ihm hier, würde ich tatsächlich den M103 nehmen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Haut es mal gerne unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann drückt auch gerne den Abo-Button durch. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vorschläge für Fahrzeuge, die schon ewig und 8 Jahre im Spiel sind und jetzt eher so in der Garage versauern, gerne auch unten in die Kommentare, würde mich freuen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.